Zwei Stämme liegen noch oben. Die kriegen wir jetzt auch noch runter. Wir stechen am 10.10. in See, okay. Ihr stecht am 10.10. in See. Aber mit dem Riesenschiff, ne? Was ihr mit Jason und den anderen gebaut habt, ne? Oha. Oha. Dann geht's ans Eingemachte. Das ist ja übernächste Woche Samstag. Nein, mit meinem Alpen. Mit deinem Apfelkahn? Nein. Ihr habt so ein schön großes. Wollte gerade sagen. Manu, veralber hier liegt eine alte Frau, ey. Wollte gerade sagen, ihr habt voll das geile Floß, ey. Voll das geile Raft. Da veräppelt sie hier eine alte Frau. Gibt's doch gar nicht. So. Fürs Erste. Dann werden wir erstmal versuchen, hier das Schlimmste. Einzupacken. Das ist das, wenn ich meine, was ich meine, wenn der Pons nämlich das alles auf einen Stapel packt. Dann kann man nämlich so schön hier alles immer schön aufladen. Und deswegen will ich den haben. Das ist der Grund, warum ich unbedingt den Pons haben möchte. Meine Lieben, ihr macht hier echt ein bisschen Ärger, ne? Das ist wirklich nicht so schön hier. Vor allen Dingen du. Nee, du nicht. Aber du hier kannst mir hier richtig viel Ärger bereiten. Oh. Ich selber habe nicht mal Chapter 1 geschafft. Du, wenn ich die anderen nicht gehabt hätte, hätte ich das auch nicht geschafft. Was glaubst du denn? Wenn ich nicht mit Susi und mit Olli und mit Hans da gewesen wäre, hätte ich das auch nicht geschafft. Nur das dritte, das zweite Chapter, da müssen wir das ohne den Hans machen. Und dann müssen wir mal kicken, was da so bei rumkommt. Genäh. Ich fahre jetzt hier nicht. Ich fahre nur noch die langen Dinger ab. Dieses kurze Ding hier fahre ich jetzt hier nicht ab. Da steige ich lieber nochmal aus und drapiere mir das hier ordentlich hin. Oh, der ist runtergekullert. Dein Ernst? Ich krieg den trotzdem noch, oder? Bestimmt. So.
Ja, Kalle hatte auch alleine gespielt gehabt. Und dann bin ich ja bei ihm dann nachher mit reingesprungen. Ich hatte ihn eben schon. Warum fällt das denn da drunter? Das ist doch doof. Komm mal her hier, mein Freund. Ja, das ist nicht nett, was du gemacht hast. So. Wollen wir doch mal gucken, ob wir heute alles raufkriegen hier. Theoretisch müsste das ja machbar sein und praktisch auch, ne? Okay. Speichern. Krieg die nicht mit alle, ne? Das kannst du vergessen. Ich komm da gar nicht hoch. Und selbst wenn ich da hochkomme, kann ich die nirgends ablegen. Boah, Leute. Oh. Trag sie runter. Oh, Leute. Ich krieg mittelschwere Lebenskrisen hier. Aber so wirklich. Da hält sie die Luft an. Jens, Tupfer! Danke! Da unten war noch ein kleiner, ne?
Das sind doch die letzten vier, oder sehe ich das jetzt falsch? Das waren doch die letzten vier jetzt, oder? Alter, guckt euch das mal an. Das ist doch Wahnsinn. Oh Gott. Im Wasser liegt nur einer. Okay, gucke ich gleich. Natürlich ist der weit weg. Hätte ja auch nicht anders sein können. Der auch. Aber ich muss ja sowieso nochmal absteigen. Im Wasser. Nee. Der würde mir angezeigt werden, weil ich ja diese Dings anhab, die meine Kräfte. Meine Kräfte habe ich ja an. Oh. Ach, das war der eben, okay. Ich hab meine Kräfte an. Da geht das. Ich glaube, die reichen jetzt auch für den Pons, oder? Ach, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also könnte echt schlimmer sein. Ja, ich weiß, ich muss speichern. Ich sehe nichts. Ich hab ihn vollgeladen. Also, speichern. Leute, das ist der Weg zum Pons. Das ist der Weg zum Pons. Wenn wir noch den täglichen Baum mitnehmen, sollte das reichen, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ach komm, der ist jetzt aber richtig voll, ne? Kannst du nix sagen, du. Guck mal, wo der da lang fährt, da hinten. Rammelst du mir gegen meinen Wagen, du. Hab mein Wagen voll geladen. Sieht gut aus. Oh, ein Lob aus Jens seinem Mund. Wer zählt freiwillig? Ich mag jetzt gerade nicht zählen. Also ich denke mal, das ist der Pons. Ach man, jetzt komme ich mit meiner Kaffeetasse hier nicht klar. Ich hatte nämlich zwischendurch einen Kaffeespawner. Tja, liebe Manu. Drei, vier, fünf, sechs. Sieben.
20. Steam hat das Update zurückgezogen. Von Medieval. 21. 22. 23. 25. 27. 32, 33, 34, 35, 35. Ich schätze mal, die Schlange meint Medieval Dynasty Update. Hey, gib mir meinen Controller. Hey, gib mir meinen Controller. 35 Stück, jawohl. Plus 32 sind 67. Das ist sehr, sehr gut. Oh, warum fahre ich jetzt hier lang? Ja, ich wollte den täglichen Baum noch holen. Ich, was? Mach's dich langsam, ja. Stolz, guck. Ach je. Den täglichen Baum, den müssen wir noch mitnehmen. Zumindest müssen wir ihn sägen. Und dann, meine Lieben, und dann. Warte mal, den lassen wir stehen. Den lassen wir stehen. Ne? Wir gehen jetzt mal eine Woche Bubu machen. Dann einmal ins Gewächshaus gucken und nach den Bienchen gucken. Dann nach den Brettern gucken. Und dann gibt es zweimal Geld jetzt. Also ich werde definitiv die Zeiten jetzt vorschlafen. Ja, bis gleich, Manu. Also wir schlafen jetzt eine Woche. Wir sind 16. Juni. Wenn wir jetzt hier mal gucken, im Gewächshaus brauchen wir nicht gucken gehen. Dann können wir aber auch noch mal zwei weiter schlafen, oder? Auf den Honig verzichten wir jetzt gerade mal. Dum, 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 di, dum. Es wird jetzt noch ein harter Kampf werden, aber wir schaffen das. 18. Juni, 18. Juni. Wir schaffen das. Fährt mal hier rein. Okay, okay. Oh, Motivierungsbit. Vielen Dank, lieber Jens, für den Motivierungsbit. Paprika darf nicht gekocht werden. Zucchini ist fertig. Zucchini, 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 Zucchini. Und Tomaten noch nicht. Okay. Wasser ist drin. Wir können ja nochmal drauf drücken. So. Damit da die optimale Feuchtigkeit ist. Weil, wenn ich überlege, 20 Minuten brauche ich zum Einlagern. Dann ein bisschen schlafen, wieder wegbringen. Den Ponz kaufen, den Ponz ausprobieren. Oh, wow, 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 wow. Jetzt müssen wir aber Speedrun machen. Toll, wir müssen noch eine Nacht schlafen. Okay. Eine Nacht noch. Eine Nacht noch. Obwohl wir 9 Nächte geschlafen haben, finde ich das schon äußerst bedenklich. Das finde ich äußerst bedenklich. Wenn ich die blöde Scheune sehe, beziehungsweise den Hühnerkuhstall
und mich noch im Inneren so ein bisschen ärgere, dass wir vielleicht keine Tiere bekommen. Ne? Und so. Aber Geduld ist eine Zier. Vorspulen, Andrina. Ja, ja, ja. Ich versuch's. Aber wir machen uns das jetzt ein bisschen einfacher. Wir laufen da jetzt nicht hin, weil wir faule Säcke sind. Sondern wir springen gleich in das richtige Auto und bringen jetzt Bretter weg. Das sind die ersten 9600. Währenddessen kann das andere Zeug alles da reinlaufen, die Baumstämme. Haben die Baumstämme genug Zeit, da reinzulaufen? Nochmal ein bisschen vor. So. Nicht zu weit. Hallo. Oh, Lavisinchen. Dankeschön. Motivierungsbits. Dankeschön. Wir schaffen das. Oh. Dankeschön, das ist echt lieb. Dankeschön. Da komm schon. Komm in Wallung, mein Pferdchen hier. Ahü bis morgen früh. Also so nah habe ich den Pons noch nie gesehen, ne, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Muss mich tatsächlich dann nachher ein bisschen ranhalten beim neuen Einlagern, aber so nah habe ich den tatsächlich nicht gesehen. Ne? Dankeschön auch für deine Motivierungsbits, liebe Grit. Danke. Das finde ich cool, dankeschön. Lavisinchen vermisst den Sonntag. Stelle ich gerade mal fest. Den Lumberjack-Sonntag. So. 2100. 180.000. Wir brauchen noch 12. Andrina auf Kriegsfuß. Ja, ich weiß, Lavisinchen. Die Schlange auch. Die Schlange vermisst den Sonntag auch, glaube ich. Der Lumberjack-Sonntag. Kochen? Wir können noch ein bisschen, also wenn uns noch ein paar Taler fehlen, können wir noch ein bisschen Fisch und so weiter kochen. Das würde schon noch gehen. Wie wir das zeittechnisch hinkriegen, ist die andere Frage. Ich muss mich tatsächlich wirklich jetzt sputen, dass ich dann schnellstens einlage, die 10 Nächte schlafe. Fürs Einlagern brauche ich 20 Minuten, 25 Minuten. Das ist das Problem. Dann noch wieder alle Kisten wegbringen, das Geld zusammenverdienen, dann den Pons holen. Also ich glaube, das wird heute ein Ticken länger. Aber wahrscheinlich nur ein Viertelstündchen. So, was habe ich jetzt gerade gelesen? Wenn du den Pons umlackierst, wundere dich nicht, am nächsten Tag ist er nur noch ein Teil in der gewählten Farbe, der andere ist dann wieder im Originalzustand. Ach je. Das kennen wir doch auch irgendwie, ne? Von Farmers. Dass dann nicht alles lackiert wurde.
Das kennen wir doch auch von Farmers. Da wurde ja auch nicht immer alles lackiert, beziehungsweise immer wenn ich das Spiel neu gestartet habe, war mein Flug wieder rot. Ich hatte ja alles in Türkis. Und immer wenn ich das Spiel neu gestartet habe, dann war mein Flug wieder rot. Das stimmt. Der Verkauf wird ja auch für 1200. Ja, klar, machen wir. Wenn da nur noch ein Taui fehlt oder so, dann verkaufen wir die auch für 1200. Genau, Lavisinchen. Wir sind da jetzt so ehrgeizig in diesem Stream.